Hallo und herzlich willkommen zum FeeDweeZ Infinity Let's Play. Wie man hier am Anfang wahrscheinlich direkt schon sehen kann, habe ich den Spawn-Bereich ein wenig ausgeweitet von unserem Skelett-Spawner. Da gehe ich jetzt noch zwei Reihen weiter nach hinten. Das heißt, der Spawner steht jetzt so ein bisschen mittendrin und ich fange gerade irgendwie an zu lispeln. Beziehungsweise hätte es gerade fast getan. Ja, das habe ich gemacht, weil es kam mir irgendwie so vor, als würden ziemlich wenige Monster spawnen. Immer nur davon so ein bis zwei. Jetzt, wo mehr freie Fläche da ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Spawnrate höher ist. Es spawnen echt häufig drei Wither-Skelette auf einmal oder so. Joa, ich habe den Ton meistens aus. Aber jetzt mache ich ihn mal an. Also nicht den Ton, sondern die aggressiven Lebewesen. Und hier haben wir mal kurz ein paar Monster angesammelt. Kann man natürlich draufkloppen. Auch sogar ein Swampfarmcraft. Ist immer schön. So. Können wir da reinschauen. Ganz viele Items. Werden alle der Reihe nach abgegeben. Und kommen hier hin. Wo wir 11 Wither-Skelett-Schädel haben. Ja, es sind mittlerweile 11 Stück. Ich finde es ganz gut, aber auch nicht so berauschend. Oh, 12. Okay. Wow. Die letzten. Und dann möchte ich noch die letzten beiden, die da rumstehen, killen. Und bekomme einen 12. Und ein King Slime. Stirb. Autsch. Stirb. Autsch. Stirb. Autsch. Stirb. Autsch. Nicht Autsch, meine ich. Ich freue mich immer so über die. Ich meine, gut, ich kriege jetzt sowieso. Ach stimmt, es wird ja jetzt eigentlich relativ egal. Ich kriege ja jetzt die ganzen Wither. Die droppen ja auch die gelben Herzen. Mir fast entfallen. Gut, dann sind die Schleims bald nur noch nervig. Moment, das sicher auch noch nicht. Wow, ich denke immer, ich habe jetzt alles. In der 1.5 gab es, glaube ich, nur drei Sachen, die er droppen konnte oder so. Und jetzt kann er scheinbar alles als King Slime Version droppen. Und es will einfach nicht aufhören. Es gibt immer mehr Items, die ich bekomme. Naja, wir haben jedenfalls noch einen Miniature Yellow Heart. Das ist ganz witzig. Ich würde sagen, wir spawnen mal kurz ein paar Wither. Also rein hier. Autsch. Also das hat weh getan. Wir hatten, glaube ich, 23 Herzen und dann hatten wir nur noch 10. Trotz Rüstung und allem. Also 13 Herzen. Da darf ich wirklich nicht drin stehen. Ich dachte, das würde wahrscheinlich gehen. Oh shit. Oh. Ah. Gut. Es war gerade ein bisschen grob fahrlässig. Ich habe völlig vergessen, dass ich ja erst aufladen muss. Die Zeit hatte zum Glück noch gereicht. Ich glaube sogar, der braucht nur 10.000 Elf. Ja, sonst hätte das bestimmt auch nicht geklappt. Aber sicherheitshalber warten wir lieber noch kurz. Ach. So lange hat man noch nicht gewartet. Er braucht nur 1000, aber versucht ununterbrochen den Wither zu killen. War das nicht ursprünglich anders? Aber gut.
brauchen wir echt nicht zu warten. Was ich so ein bisschen creepy finde, ist, dass er da echt versucht rauszukommen. Der fliegt immer ganz kurz dahin und stirbt dann. Gut, es sei denn, in exakt dem Moment kommt der Todesschlag. Dann natürlich nicht. 4 Netersterne. Die anderen haben wir, glaube ich, alle verbraucht, oder? Ich glaube schon. Gut, da können wir die Dinger sammeln. Ja, ich habe hier mal so ein bisschen weiter ausgebaut. Das Ganze soll deutlich größer werden, soll halt in die Richtung allein schon so sehr wachsen. Ja, so sehr. Und in die da natürlich auch. Und dann soll das Ganze natürlich, es soll ein perfektes Rechteck gegeben, also auch noch in die Richtung entsprechend. Und dann 4 solcher großen Räume wie den, nur noch größer eigentlich. Der wird noch mehr in die Richtung gehen, denke ich. Es werden also richtige Hallen. Mal schauen, wie das wird. Vielleicht übertreibe ich auch. Okay. Vielleicht übertreibe ich auch und es wird scheiße aussehen, weil ich die da nicht richtig gefüllt bekomme. Aber das muss man ja erst einmal ausprobieren. Weg damit, weg damit, 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 damit. Nochmal damit. Damit, damit, damit. Ja, das meiste ist echt Müll. Also nicht das meiste, aber es ist einfach so viel Kram dabei, den man einfach nicht braucht. Beziehungsweise den ich schon gerne eigentlich hätte, aber nicht in den Mengen und auch nicht hier jetzt in dieser Kiste. Wenn dann irgendwo gut gelagert. Und dafür habe ich einfach noch nicht so den Platz und auch nicht die Lust, sowas zu entwerfen. Jetzt ist es zu spät, die Kiste abzubauen und mitzunehmen, weil jetzt liegt da unten der Kram. Naja. Ich nehme mich auf jeden Fall mit dich. Sonst noch was? Nein, ich denke nicht. Sieben Bekommen, cool. Dann brauchen wir natürlich Kohle. Ich würde sagen, wir craften mal kurz 3 Herzkanister. Weil ich gerade einfach Lust drauf habe. Und weil wir einfach mehr als genug Material haben. Äpfel fehlen. Ach, ich kaufe lieber direkt 4. Einfach mal spontan nochmal um 1 aufwerten. Ich brauche sowieso noch total viele davon. Natürlich. So.
Dann würde ich sagen, upgraden wir noch das hier. Heißt ein Yellow. Obwohl, vielleicht ist es Gold knapp. Ja, Gold könnte mittlerweile knapp sein. Ich habe unsere Vorräte nahezu aufgebraucht. Hallo Golderz. Nee, du hast null. Ja, da ist Golderz. Gut. Dann lassen wir das kurz verarbeiten. Können uns dann gleich einen Goldapfel machen und einfach mal noch ein Herz. Weil, warum nicht? Und dann haben wir bald alle, die wir haben können. Die 10 kann man ja nicht wirklich bekommen. Sei denn, es gibt irgendein geheimes Rezept, das ich noch nicht kenne. Das wäre irgendwie fies. Gut, die Frage ist dann natürlich, was wollen wir mit dieser Folge machen? Habe ich mal wieder toll drüber nachgedacht. Nämlich gar nicht. Ah, ich habe eine Idee. Wir haben zwar in letzter Zeit eh nichts anderes als Mobfallen gemacht. Aber wir machen eine Mobfalle. Wow. Woraus machen wir die? Ich würde sagen, schwarze Ziegel. Na, ich denke, ich mache dieselbe Struktur, die ich schon einmal gemacht hatte. Allerdings halt in der Welt mit All. Dafür hatte ich schwarze Ziegel, glaube ich, genommen. Ja, ich meine, schwarze Ziegel waren das Material. Dafür lasse ich da kurz ein bisschen Stein ansammeln. Dann haben wir nachher Ziegel. Und dann brauchen wir natürlich noch Tinte. Und das Problem ist, das hätten wir früher machen sollen. Obwohl, doch, wir bekommen ganz ordentlich schnell Stein. Ah, ich kann das Ding auch abbauen. Habe ich zwar keinen Platz mehr im Inventar, aber was soll's. Zwei Stacks Ziegel. So. Die Frage ist jetzt, wohin damit? Ich denke mal, wir können es dort auf den Hügel stellen. Ich weiß auch nicht, ob das so toll wäre. Egal, wir kriegen noch Möglichkeiten, massenweise Blöcke auf einen Schlag umzuplatzieren. Von daher machen wir einfach mal. Also, vorher hatte ich das immer sehr minimalistisch gemacht, wenn ich das gebaut habe. Das heißt, ich habe Lohnspawner. Ich möchte nämlich eine Lohnfalle machen und eventuell auch eine Hexenfalle. Einfach weil wir die Spawner dafür bekommen können und ich halt dauernd Lohnrouten brauche. Deswegen bin ich gerade überhaupt drauf gekommen, weil ich Lohnrouten brauche. Also ich hatte halt einen Lohn-Spawner-Kasten quasi gemacht. Einen Kasten und ein Conveyor-Belt, die in ein kleines Loch führen. Und in der Luft dann alle Blazed-Spawner, die ich im Nether finden konnte. Das heißt, sie sind gespawnt, nach unten getrieben und dann ins Loch getrieben worden. Das hat nach unten geführt in so eine Art Abriegelung, wo man sie nur von den Füßen her sehen konnte und sie einen von oben nicht. Sodass sie nicht so aggressiv wurden, beziehungsweise einen nicht getroffen haben. Und dann konnte man sie halt killen. Das Problem war, ich habe einfach
einen fetten Kasten zum Spawn gemacht und unten drunter ein ganz kleines Räumchen, das wirklich unglaublich klein und eng und hässlich war. Einfach nur zum Drinstehen und dann da rein so ein paar, ja, so ein minimales Sortiersystem und so gequetscht. Und dafür musste ich sogar noch dieses Räumchen, diesen Bungalow noch ein kleines bisschen vergrößern. Also, es war nicht sehr schön. Es war funktionell, aber nicht schön. Und ich überlege halt stattdessen dort jetzt eine kleine Halle einzubauen oder so. Aber ich weiß es noch nicht. Es ist wahrscheinlich nicht nötig, weil wir werden den Kram sowieso bald per Tesseract und so transportieren. Es gibt mehr als genug Mods, die dafür sorgen, dass Spawner auch in Abwesenheit eines Spielers funktionieren. Dann werden wir noch ganz viel machen. Ich glaube, der Spawner muss nicht unbedingt super begehbar sein. Zudem habe ich jetzt eine Idee. Okay. Sagen wir, ist da das Zentrum? Setzen wir es mal dahin. Ja, wir setzen es dahin. Der Raum soll nicht ganz so minimalistisch sein, wie halt in der Welt, in der ich mit Orb gespielt hatte. So, da drauf sollen die Monster landen. Soll quasi die Plattform dafür sein. Ich markiere das über den Boden. Das wird im Endeffekt ein kleines bisschen höher gelegen sein. Vielleicht so. Ja, das wäre nicht zu klein. Fällt mir immer so als Zahl bei sowas. Ist einfach irgendwie eine schöne Länge. Hallo Erdblock, dich hätte ich eben gebraucht. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. Setzen wir noch eine Reihe da drum, also eine doppelte. Einfach damit das von innen jetzt nicht so riesig wirkt, das soll auch nicht so riesig sein, das finde ich nur ablenkend. Aber man da halt Verkabelung hintersetzen kann. Das stört mich nämlich immer, wenn ich keine Kabel und so da einbauen kann. Denke, ich setze das Ganze in der
Seite sogar noch komplett eins weiter nach innen. Damit kann ich sowieso mehr anfangen. Und dann wird es nicht ganz so groß von außen. Soll halt nicht so riesig sein, aber es soll halt schon hier diesen kleinen Extra-Bereich haben. Zur Not kriegen wir vielleicht auch mit Microblocks was gebastelt. Viele der Röhren und so lassen sich ja mit Microblocks covern. Es wäre eigentlich ein Argument, eben diesen Zwischenraum nicht machen zu müssen, weil wir es dann direkt in die Wand einarbeiten könnten. Aber das lässt sich nicht alles in die Wand stecken. Wenn dann einmal dann ein Creeper in die Luft fliegt oder so, das wäre scheiße. Joa. Dann würde ich sagen, machen wir die Wand hier noch doppelt. Und dann haben wir hier ein schönes Konstrukt, das allerdings sehr viel Bricks verbrauchen wird, um was Schönes zu werden. Ja. Okay, Augenblick. Dann mache ich kurz endlich das hier. Nein. Das hier. Um endlich den Kram hier los zu sein. Chisel brauche ich gerade nicht, obwohl. Ja, man kann natürlich auch einfach die Bricks chiseln. Die Dinger da sehen schon ziemlich interessant aus. Die habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Aber nein. Ich finde gerade für so einen Lohnspawner ist Schwarz einfach eine schöne Farbe. Ich weiß einfach schon genau, wie es aussehen wird, weil ich so etwas halt schon mal gebaut habe. Aber das sollte ja kein Problem darstellen. So. Wir werden viel zu viele Bricks brauchen. Viel zu viele schwarz gefärbte Bricks. Okay, draußen wäre doch ein Motorrad rum. Schön. Klingt auch immer toll. Aber ich glaube, so laut war es nicht. So, wir haben ja zum Glück mit unserem Unstable Ingot einen Build This Wand verhaften können. Und damit können wir jetzt Wände hochziehen. Der versucht es dann halt immer mit demselben Material zu verlängern, falls ich das noch nie erklärt habe. So, und gleich stehen wir vor einem Problem, weil wir keinen schwarzen Farbstoff mehr haben. Wir können mit Botania den Farbstoff herstellen. Aus den schwarzen Botania-Blumen. Was ich früher übrigens gar nicht wusste. Ich habe immer gedacht, wieso ist das nicht möglich? Das wäre doch voll logisch und so. Aber ich wusste einfach nur nicht wie. Keine Ahnung, ob das in diesem Let's Play war, dass ich das mal mich so gefragt hatte. So, wollen wir die Decke 3 oder 4 hoch machen? Ich glaube, 4 wäre fast schon übertrieben für so einen kleinen Bungalow hier. Und ich habe einen Fehler gemacht.
Ich habe das versehentlich. Ich habe die Symmetrie falsch eingesetzt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ach nee. Da fehlt einfach nur noch eins. Also brauchen wir noch mehr Blöcke. Gut. Ring of Magnetization an. Und dann schauen wir mal kurz nach Tintenfischen. Mit Looting 3 und dank Kreativflug können wir problemlos im Wasser auf und ab schwimmen. Von daher sollte es absolut kein Problem sein, jetzt welche zu sammeln. Also Inksex zu sammeln. Ja, das war easy. Das war eindeutig easy. Bitte einmal kurz alle sterben. Hallo Node, tschüss Node. So, 54 sollten erstmal reichen. Hallo, schöne Chunks. Könnt ihr das bitte lassen? Das wäre nett. Ja? Nö, macht ihr nicht freiwillig, okay. Schade. Oh, und Futter. Futter haben die Tintenfische aufgegeben. Tue ich mal weg, wir haben ja keinen Mangel am Stein. Ach nee, was ich vorhatte, geht nicht. Ich wollte es gerade quasi per Shift-Click aufs Fragezeichen in Northern of Items autocraften lassen, also da automatisch reinlegen lassen. Aber nie. Das Ding, der Paintbrush stackt sich nicht. Mit anderen Worten, es würde gar nicht funktionieren. So, wenn man hier reinkommt, in so ein kleines Räumchen, was von außen so ein fettes Konstrukt ist, ja, ich denke, wir werden dahinter noch die Wände rausreißen und auf Microblocks umsteigen, falls nötig. Ja, wäre besser. Also. Muss das hier hoch sein? Kann da die Decke sein? Oder muss die Decke unbedingt da oben sein? Na, da die Lohnen sowieso nur hier unten sichtbar sein müssen. Es besteht absolut keine Notwendigkeit dafür, dass das so hoch sein muss. Aber sicherheitshalber. Ja, sicherheitshalber werde ich die Decke so hoch machen. Das kann einfach nicht schaden. Und ich wollte halt in diesem Projekt mal einfach alles groß machen. Okay, das funktioniert so nicht. Müssen wir halt manuell setzen. Einmal von oben her das, was da schon steht. So, und da müssten wir da jetzt zumachen. Problem. Das.
Gut, holen wir uns einmal kurz Fackeln. Und dann leuchten wir das aus und dann machen wir das endlich zu. So, alles schließen. Und wir haben solide Fläche. Gut, und darauf kann man dann eine Falle aufbauen. Ah ja, hier wollte man natürlich auch noch zumachen. Da kommt wahrscheinlich irgendwann eine andere Decke rein. Ach nee, halt. Obwohl. Nee, ich will es eigentlich nicht noch eins höher machen. Ich mache es erstmal so. Vielleicht setze ich da eine Schicht aus weißen Microblocks irgendwie drauf, um hier so eine weiße Decke zu machen. Oder ich, mache die Decke, mache diese Blockschichthälfte aus weißen und schwarzen Microblocks. Aber auf jeden Fall setze ich hier direkt die Mobfalle drauf. Würde ich mal sagen. Wie mache ich das? Augenblick, aber schlafen gehen. Ist echt blöd, wenn man mit schwarzen Blöcken in der Nacht arbeitet. Und da muss ich einmal kurz was schauen im Internet. Und zwar Spawner. Monster Spawner. Das offizielle Minecraft-Wiki kommt direkt als erstes Ergebnis. Da sieht man, wie sehr Minecraft die Google-Ergebnisse verseucht hat. Gut, wird wahrscheinlich auch ein bisschen durch Cookies oder so beeinflusst, dass das bei mir zuerst angezeigt wird, aber trotzdem. Neun mal neun Bereich mit Spawner als Zentrum. Also vier in alle Richtungen. Dann lassen wir es hier noch eins überragen. Ich denke mal, es wird nicht allzu schlimm aussehen. Also machen hier auf. So, 1, 2, 3. Da wird solide Wand sein. 1, 2, 3. Da wird Glas sein. Und hier ist dann eine Stehplattform zum Reingucken, wo ich per Elevator Zugang verschaffen werde. Ich könnte hier so einen Elevator reinsetzen oder so. Wird sicher nicht schlecht sein. Und hieraus könnte ich eine Art Balkon machen. Ein bisschen schmal, aber mal sehen. Auf jeden Fall soll das da dann
die eigentlich immer Opfer werden. So geht es doch ganz gut. Dann brauchen wir nur noch oben einiges mehr und dann haben wir da die Conveyor Belts fertig gelegt. Wir könnten auch schwarze nehmen oder so. Oder wir weichen auf irgendeine schönere Farbe aus, aber ich nehme meistens einfach die Standardfarbe, um mir Gedanken drüber zu machen. Die sind wenigstens auffällig. Man weiß, womit man es zu tun hat. Redstone und Eisen. 21 durch 3 sind 7. 14 Redstone und 7 Eisen. Ach, und ich muss, glaube ich, dringend mal Stein ist an erster Stelle, dann geht das ja. Als nächstes schnell den. Wo ist der Filter? Rein mit dem Filter und dann die Speed Upgrades. Das wird jetzt eine Weile dauern. Halt, wieso überhaupt? So. Och nö. Obwohl. Oh shit, die sind hier durch. Runterfallen. So. Was? Wie schafft ihr das? Na gut, sind nur Stein. Stein kann ich vertragen. Und da bleibst du bitte. Ach ja, Conveyor Belt. Das sind jetzt mehr als genug. Ja, ich kann immer noch nicht ganz mit den Flügeln umgehen. Ich glaube, ich komme einfach immer noch nicht darauf klar, dass ich Kreativflug habe. Das ist das Spawner-Zentrum. Ab hier kann ein Spawner rein. 1, 2, 3, 4, 5 Spawner können wir hier hin. Alle anderen wären dann, könnten dann außerhalb spawnen. Ja, ist doch nicht schlecht. Ich würde sagen, offscreen werde ich dann vielleicht gleich ein wenig weiterarbeiten. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich an diesem schwarzen, naja, ob man es jetzt Palast oder Klumpen nennen will, muss man sich dann selbst überlegen. Wenn ich an diesem schwarzen etwas weiterarbeite, beziehungsweise wenn ich damit fertig bin oder Fortschritte gemacht habe oder was auch immer.
Was halt so dabei herauskommt, werden wir dann sehen. Gut, also tschüss und bis zum nächsten Mal.